Es begab sich aber zu der Zeit, dass die Welt aus den Fugen geriet. Eines Morgens wachten wir auf und die Welt war nicht mehr so, wie sie immer schien. Angst und Sorge, das Geliebte und Gewohnte zu verlieren, schlichen sich ein und das wahre Gesicht dieser zerbrechlichen Weltordnung zeigte sich urplötzlich in aller Unbarmherzigkeit. Es betraf uns alle, plötzlich und verhofft und unvorbereitet. Wir allen haben uns in diesem Jahr auf die Suche nach einem neuen, sicheren und anderen Ort gemacht, auf der Suche nach Trost und Sicherheit. Der Weg war beschwerlich und ist es immer noch. Wir sind vorbeigekommen an den großen, schillernden Palästen, die wir noch kurzem bestaunt haben, vorbei an Menschen, die wir so sehr bewundert haben. Und siehe da, ganz nebenbei haben wir etwas ganz Besonderes wiedergefunden. Etwas, das schon immer da war, aber in der Hektik des Lebens versteckt blieb. Unser Mitgefühl füreinander und für Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Welch eine Freude. Wir holen die Kuh vom Eis. Es begab sich in einer bitterkalten Winternacht in der Schweiz, vor mehr als 50 Jahren, als ein junger Mann namens Beat sich von seiner Truppe der Schweizer Armee entfernte. Seine Füße waren bereits zu Eis erstarrt und er fror so sehr. Verbotenerweise, er Unterschlupf suchte in einem nahegelegenen Kuhstall, um sich dort ein wenig aufzuwärmen. Niemals wird er die kunterbunten Kühe vergessen, die ihm damals das Leben gerettet hatten. Oder zumindest schien ihm das damals so. Auf der Suche nach einem sicheren Ort kam vor Jahren Colin aus Bulawayo, Zimbabwe, zu uns. Er musste wie so viele seine Familie zurücklassen und mit seinem Lohn aus Südafrika seine Frau und Kinder und die alte Mutter vor dem Hungertod zu retten. Nicht nur Corona wütet in dem kleinen Dorf, sondern auch die große Dürre und es gibt keins, der den Menschen dort helfen könnte. Im März war es soweit. Beat erinnerte sich an seinen muhenden Lebensretter vor 50 Jahren in dem kalten Winter in der Schweiz und kaufte der Familie von Colin eine Kuh. Wir nannten sie Heidi, wie auch sonst. Fortan nur genügend Milch und ein kleines Wunder geschah. Heidi bekam ein Kälbchen. Colin und seine Familie waren überglücklich. Und stellt euch vor, wie sie es tauften? Natürlich Peter. In Kapstadt steht ein Hofbräuhaus. Es begab sich an einem strahlenden Sommertag auf dem größten Festival Südafrika in der ältesten Weingegend der Welt. Nicht nur wir sind mit unserer Piroshka Kitchen auf verschiedenen Märkten berühmt geworden, sondern richten auch jedes Jahr ein Oktoberfest aus. Das war in diesem speziellen Jahr nicht zu schaffen. Jutta und ich gerieten in Panik. Unser Lieferwagen wollte nicht anspringen, zwei unserer Mitarbeiter fielen aus und die deutschen Spezialitäten wurden einfach nicht fertig. Dann erschien Nora, traditionell gebaut, das heißt etwas füllig, und mit einem strahlenden Lachen stand sie vor uns und fragte, ob sie vielleicht helfen könnte. Auch Nora kommt aus Zimbabwe und ist vor dem dortigen menschenverachteten Regime schon lange geflohen. Nora übernahm für uns das Backen, das sie in einer deutschen Bäckerei gelernt hatte. Ihr Mann, der in den Minen in Botswana arbeitete, reparierte unser Auto und auch unsere Flammkuchenöfen. Ihr Sohn Blessing wurde zu unserem absoluten Starverkäufer für unsere Flammkuchen. Nun hat sich Nora selbstständig gemacht. Wir haben ihr geholfen, ein kleines Café zu eröffnen. Und ihre Kuchen sind bereits über die Grenzen von Kapstadt bekannt.
hilft die ganze Familie mit. Und mit dem kleinen Gehalt unterstützen sie nach wie vor all ihre Verwandten in Zimbabwe. Das lächelnde Gesicht Afrikas, Malawi. Es begab sich vor 18 Jahren, als wir unsere Lodges in Kapstadt für euch und viele lieben Freunde eröffneten. Erinnert ihr euch noch an Nandi und Amanda, die zwei guten Seelen der Lodges? Sie waren vom Stamme der Xhosa aus dem Eastern Cape in Südafrika. Bis vor 3 Jahren, nachdem wir uns aus dem Hotelgewerbe zurückgezogen haben, waren sie die Seelen unserer Lodges. Und vielen von euch klingeln heute noch ihr Lachen in den Ohren. Eine unserer ersten Angestellten in der Aubrey. Aubrey kommt aus Malawi. Die Menschen von diesem schönen Land sind bekannt als Herz und Lachen Afrikas. Auch eilt ihnen der Ruf heraus, dass sie die besten Gärtner der Welt sein sollen. Wir waren froh, Aubrey gefunden zu haben und ihn zu dem Herrn unserer kleinen Grünanlage auf den Terrassen zu machen. Noch niemals zuvor hatten Jutta solch herzliches Lachen gesehen. Doch die Pflanzen in den Töpfen verdursteten langsam. Dann kam uns die Erleuchtung. Aubrey konnte zwar nicht mit Pflanzen umgehen, aber sein wunderschönes Lächeln war etwas ganz Besonderes. Fortan bezauberte Aubrey nicht nur die Gäste, sondern alle Lieferanten und auch unsere Nandi und Amanda mit seinem bezaubernden Lachen. Die Lodges gibt es schon seit einiger Zeit nicht mehr, aber die lieben Menschen aus Malawi sind immer noch bei uns und in Cedrics Traumreisen und in Piroshkas Kitchen angestellt. Welch wunderbare Menschen! James, Jerings, Nora, Blessing, Tino, Taku und Grace. Sie alle verzaubern uns mit ihren Geschichten vom Lake Malawi und den Geschichten ihrer großen Familien von zu Hause in den kleinen afrikanischen Dörfern. Von dem Gehalt, das James, Jerings, Grace, Blessing, Noah und all die anderen bei uns verdienen, schicken sie den Großteil nach Malawi und nach Zimbabwe und ins Eastern Cape nach Südafrika. Das hilft all ihren Familien, ein kleines, bescheidenes Häuschen zu bauen. Und nicht hungern zu müssen. Auch ihr habt mit euren Spenden mitgeholfen, dass all diese lieben Menschen ein besseres Leben haben. Ein unterbrochener Traum. Es begab sich vor 2 Jahren, als unser Adoptivsohn Sibelele sein Studium im Hotelmanagement der Schweizer Hotelschule abgeschlossen und stolz und voller Freude sein Praktikum im Hyatt in USA antrat. Nach Rückkehr nach Südafrika Ende 2019 hatte der frisch gebackene Hotelmanager einen Vertrag auf dem Kreuzfahrtschiff der MSC in der Tasche und die Welt stand weit für ihn offen. Dann kam Corona. Und wie es so vielen jungen Menschen geht, die große Enttäuschung. Nun arbeitet Sipelele als Kellner in Kapstadt und wir alle hoffen, dass sich die Welt für ihn, euch und für uns alle bald wieder in einem freundlichen Licht zeigt. Wir danken euch allen von ganzem Herzen, dass ihr in dieser Zeit, in der es euch allen nicht gut geht, immer noch an uns denkt und uns helft, anderen zu helfen. Danke. Gestern haben wir den Stern von Bethlehem am Himmel gesehen. Er war hell und strahlend. Es schien mir, als zeige er uns den Weg in eine sichere und verheißungsvolle Zukunft. Wir wünschen euch allen von Herzen eine gesegnete Weihnacht. Zuversicht, Freude und vor allen Dingen ein gesundes 2021 für euch und eure Familien. Frohe Weihnachten.